Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part God of War. Beim letzten Mal sind wir wieder in Helheim stehen geblieben, dem Reich der Toten. Ja, da müssen wir aufpassen, es scheint hier ziemlich kalt zu sein. Wir sind hier gelandet, nachdem wir mal wieder einen Kampf mit Baldur hatten, und zwar oben auf der Spitze des Gipfels. Es wäre ja auch fast zu leicht gewesen, dann wären wir nämlich schon fast am Ende. Naja, jetzt sind wir hier, müssen wieder rauskommen und ich suche immer noch dieses Teil. Hier unten waren wir, da war eine Truhe. Ist da oben noch was gewesen? Ich glaube nicht. So stark versteckt kann das doch gar nicht sein. Oder hier unten? Aber wir haben ja auch nur 10 Sekunden Zeit, um das immer zu transportieren. Wobei, von da oben irgendwas da runterwerfen könnte funktionieren. Ich schau nochmal hoch. Gucken wir nochmal hoch. Ich fand ja die Möglichkeit, hier runter zu gehen, schon am Anfang komisch, weil wir da hier ein bisschen hochgeklettert sind. Vielleicht gibt es da noch was, was ich übersehen habe. Oder da hinten. Wir hatten auf jeden Fall hier auch noch Visionen. Vielleicht hat Atreus mittlerweile auch begriffen, dass er sich ziemlich beschissen verhalten hat. Anders kann man das fast gar nicht sagen. Müssen wir mal gucken. Hier, das bringt uns auch so ein bisschen Hacksilber gar nichts. Ich würde mal tippen, durch die Vision sagt er schon, dass wir da lang sollten. Sehe ich hier noch irgendwo eins? Kann man die irgendwie doppeln? Weil normalerweise geht das ja dann immer... Hier kamen wir her, gell? Ich glaube schon. Und hier geht es auch nicht runter, nee. Dann muss das da hinten sein. Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen scheiße, wenn ich so lang grübeln muss. Das nimmt immer so ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Hilft uns hier die Axt? Nee. Ich finde diese Animation noch komisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir haben ja beim letzten Mal nur erfahren, irgendwie die Toten werden durchgelassen, weil wir dem Torwächter vor ein paar Parts das Herz rausgerissen haben. Ups, passiert. Standard Sonntag, aber... Was das sonst noch bedeutet, hier können wir dann durch, sobald wir das geöffnet haben. Da haben wir einen Bug irgendwie. Ich kann auch nochmal hier runter. Mich hat es ja gewundert, dass der Junge hier nicht mitgegangen ist. Und zweimal kann ich hier nicht rausziehen, oder? Nö. Und es bringt auch nichts, das hier so zu machen. Ach, wir finden auch kein weiteres. Okay, klar. Helheim ist darauf vorbereitet, dass man mit zwei Dingern hierher kommt. Warum denn auch nicht? Okay, das Rätsel fand ich, ist eines der schwierigeren in dem Spiel. Ach nein. In dem Spiel. Au. Den haben wir... Au. Ich muss mich echt wieder an die Waffen gewöhnen. So. Aber ich glaube nicht, dass wir den kompletten Schaden raus... Können wir? Ich hätte gerne meine Axt wieder. Geht das Tor jetzt zu? Ich hätte gerne Elektropfeile. Okay, klar. Warum denn auch nicht? Hi. Au. Ah, komm, ich bin gleich durch. So. Boah. Oh, wieder eine Chaosflamme. Schön. Okay, dafür war der Gegner aber dann doch einfach. Für eine Chaosflamme? Die nehme ich mit. Hier haben wir wieder so ein Tor. Wir müssen mal gucken, wo es lang geht. Wenn Atreus in die Richtung so sprintet, gehe ich erstmal in die, wo er nicht so sprintet. Kommen wir hier lang? Nee, wo kommen wir denn lang? Ich würde gern zur Truhe. Müssen wir das hier erst noch komplett wegmachen? Das wäre aber ein bisschen lächerlich. Hä? Ich kann nirgendwo B drücken, oder? Bin ich blind? Ja. Ich habe mich gefreut. Wie komme ich an die Truhe? Doch vielleicht von da?
Vielleicht unten rum irgendwie rumklettern? Kann ich hier irgendwie runter? Ah, guck mal. Wahrscheinlich. Ach nö. Ciao. Ach, der hat noch gelebt. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie kommen wir da hin? So, ich schiebe erstmal das. Das könnte uns schon mal weiter voranbringen. Können wir das runterschieben? Sollten wir das runterschieben? Okay, wir können es nicht runterschieben. Das ist schon mal beruhigend. Nein, ich würde gerne hoch. Ach, ich habe eine Idee. So, einmal zurück. Wenn hochspringen nicht geht, dann geht auch rüberspringen, genau. Und dann geht auch das hier. Und wir haben die Truhe und ich bin happy. Hoffentlich auch noch was Gutes drin. Gehärteter Stahl. Hm, ja. Es war jetzt nicht... Da willst du mich verarschen? Es war jetzt nicht so kompliziert, da kann man das machen. Ja. Kann man machen. Warte. Oh nein, der hat recht. Ich möchte was austesten. Oh, das geht nicht. Ich darf nicht werfen. Das ist ja frech. Oh doch, ich kann durchwerfen anscheinend. Okay. Man, ich hätte gern erstmal meine Waffe wieder. Dann, rüber jetzt. Baldur aus Helheim. Er darf uns nicht sehen. Oh nein. Das war die Befürchtung, die ich hatte. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte, 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 befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Baldur ist der Sohn von Freya. Das war das, was ich befürchtet hatte, als sie erwähnt hat, sie hat einen Sohn. Und die haben sich auseinandergelebt. Genau das kam mir da in den Kopf. Ich habe ja noch gesagt, ich habe da eine böse Vermutung. Okay, wir müssen da hoch. Oh, es geht noch weiter. Aber dass Freya schuld dran ist, dass er keine Schmerzen verspürt, beziehungsweise keinen Schaden nehmen kann, das überrascht mich dann doch ein bisschen. Ich dachte einfach, das ist so seine Götterbestrafung. Okay, wir gucken mal. Ach, wir müssen da lang. Okay, der ist aber nicht gut zu sprechen auf sie. Vielleicht kann sie uns dann helfen, ich weiß es nicht. Ist halt immer noch ihr Sohn, sie wollte ihm nichts Schlechtes. Ob sie dann im Zweifel auf unserer Seite ist? Boah, ich glaube nicht. Okay, normalerweise soll man das Gespräch hier hören, während man hier langklettert. Aber gut, so können wir noch ein bisschen darüber reden. Tut er ihr was an? Weil verbannt wurde sie doch aus einem anderen Grund. Okay, er tut ihm selber was an. Ja, sieht er uns da? Das ist eine Truhe. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Glaube ich auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Ja, sollen wir ihn konfrontieren? Ich hätte gern die Truhe halt. Mal gucken, ob wir hier lang kommen. Sieht so aus. Ist er abgehauen dann? Die Truhe hätte ich gern. Oder kommen wir da... Ach, okay, das ist ein extra Ort. Gut, wie auch immer der dann da hingekommen ist. Hm.
dann unser nächstes Ziel, Freya zu konfrontieren damit, dass wir das wissen. Ich frage mich halt, warum hat sie das nicht gesagt? Haben wir ihr am Anfang gesagt, ich weiß es halt nicht mehr, wir wurden von jemandem angegriffen, der unsterblich ist? Konnte sie deswegen auch dieses Schutzzeichen machen? Das uns geschützt hat vor seinem Fund, sage ich jetzt mal. Das kann natürlich sein, dass sie deswegen das konnte. Ach komm, Junge. Ey, lass meinen Sohn in Ruhe. Okay, dann mache ich erst dich. Nee, ich möchte die mit Schild nicht. Die mit Schild sind scheiße. So, ach komm. Und... Das ist eine coole Animation. So, ich bin zuerst dran. Und ein bisschen Elektroschaden. Easy. Also Elektroschaden ist echt gut. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Beeilen wir uns. War das Zeus? Ist unser Vater hier? Oh, hier geht's erst nochmal rüber. Das hätte ich jetzt fast verpasst. Die Truhe nehmen wir mit. Die lassen wir uns genauso schmecken. Mal gucken, wie gut versteckt die Sachen nur sind. So. Hier haben wir schon mal eine Sache. Da wird wahrscheinlich was hinter sein. So, das müssen wir raus. Ach nee, das müssen wir... Hä? Okay, ziehen. So. Können wir das noch für was anderes gebrauchen? Außer da hinten... Ja. Okay. Aber ich würde mal da kurz hintergucken. Ich kann mir vorstellen, hier ist so ein Ding zum Abwerfen. Wenn, sehe ich es gerade nicht. Okay. Ich sehe es wahrscheinlich nicht. Haben wir hier was? Die werden jetzt natürlich schon... echt schwer versteckt sein, würde ich mal tippen. Wir hatten schon ein paar fiese. Hier ist auch nichts, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Oh, was haben wir denn hier drin? Hier haben wir was drin. Wie öffnen wir sowas? Das ist eine gute Frage. Sowas hatten wir noch nie. Ah, guck mal, da ist auf jeden Fall eins. Das wird das von der anderen Richtung gar nicht gesehen haben. Ah, komm. Find das, da wäre Maus und Tastatur besser. Eins von drei Siegeln. Dann haben wir... Komm, hier haben wir doch sicher auch noch irgendeins. Echt? Die müssen ja irgendwie hier sein. Eins ist hier drin, das ist das mittlere. Ich finde die Stelle hier immer noch komisch, aber das könnte auch sowas... Haben wir das wirklich von da nicht gesehen? Wo würde ich als Entwickler noch was verstecken? Hier, guck mal. Okay, und das andere Siegel ist da drin, aber wie kommen wir da rein? Die Frage ist, wenn ich jetzt rumexperimentiere, ob das mir was bringt, komme ich da überhaupt rein? Oder ist das vielleicht noch gar nicht möglich? Kriegen wir vielleicht noch eine Fähigkeit? Ah, ich habe eine... Ich habe eine Idee. Die wäre aber echt... Naja, einmal noch zurück. Kommt man von hinten ran? Das sieht gut aus. Ja, gar kein Thema für mich. Rätselmeister.
Fand ich knackig. Aber auch cool. Weil man so das Ding für mehreres gebraucht hat. So, 1 von 3 Hörnern. Ich frag mich, haben wir irgendwelche von diesen Siegeltruhen vergessen? Ach komm. Das bringt uns zwar nichts, aber ich nehme mal trotzdem die Axt. So. Das sind ja keine Gegner. Gut, dann geht das hier weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit in dem Part. Das ist sehr schön. Aber ob dieses Schiff überhaupt was bringt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Ja, wir kriegen es fit. Einfach hier ein bisschen abbrennen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Dann machen wir das Schiff hier hinten ein bisschen seetüchtig. Du hast schon genug getan. Das ist gemein. Können wir hier? Okay, das sind... Die Feuer brennen. Können wir hier irgendwas noch machen? Oder da vorne? Mal gucken. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir die noch mehr? Ne, ich glaube, die brennen einfach. Müssen wir einfach eine gewisse Anzahl machen. Ah, hier haben wir... Oh ne, das Leben. Das ist schon mal nicht gut, wenn es hier Leben gibt. Hier irgendwas? Nö. Weißt du, was hatten wir auch noch nicht, oder? Elektro bringt auch nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Irgendwas muss hier hinten noch sein. Weil wofür haben wir den... Ach, guck mal. Das war gut getarnt, meiner Meinung nach. So, in der Hoffnung, wir kommen... Toll. Nur vergesst weg. Nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tirs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahn erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Das hört sich nicht gut an. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Ja, frag mal die Titanic. Was jetzt? Solange wir nicht untergehen, mal gucken. Jetzt kommen wir hier lang. Müssen wir hier was machen? Ah ja. Oh Gott. Warum hat er die ausgerüstet? Ich hätte ja gesagt, mach's jetzt mit der Hand. Hier hin? Ja. Ich sehe her. Du hast die Segel losgeschnitten. Ich weiß. Und was jetzt? Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht nochmal hinter an das Rad? Ich hätte ja gedacht, nimm sie einfach in die Hand. Holst du die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Durch die Feuer? Kann das sein? Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Was ist denn, wenn die... Oh nein. Ah, nicht gut. Theoretisch müssen wir uns nur losdrücken. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. So, mal kurz gucken. Warum kommen wir hier lang? Keine Truhe, keine Truhe. Kommen wir irgendwie da hoch? Ach, guck mal. Was können wir hier machen? Na
kommen. Und das hier. Und dann zack. Hier hängen wir fest. Gab es da hinten noch eine Truhe? Oh ja. Im Moment. Oh nein, ist das clever? Wie kommen wir erstmal dahinter? Können wir da springen? Ich sagte, bleib auf dem. Okay, wir holen uns erstmal die andere Truhe, bevor jetzt wir irgendwie dann aufs Boot zurückgeschleudert werden. Ich weiß, ist vielleicht nicht das Coolste gerade nochmal hier runterzufahren, aber wir kriegen das hin. So, den Loot lassen wir uns nicht entgehen. Ja, was mich gewundert hat, Tür war doch der, bei dem wir in der Gruft waren. Mehr Brandschaden, nice. Wieso hat er hier auch nochmal irgendwas damit zu tun? Habe ich vielleicht beim ersten Mal gar nicht mitbekommen, aber finde ich interesting. Na komm. So. Und nochmal. So. Jetzt lasse ich das Ding mal runterfahren. Vielleicht passt das ja dann. Sieht nämlich gut aus. Weil anders hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, wie wir dahinter kommen sollen. Passt das genau? Passt perfekt. Okay, nur so eine kleine Truhe. Ich dachte, da war ein bisschen mehr was drin. Aber, na komm. Na, so. Aber ein bisschen Hacksilber. Das nehmen wir trotzdem mit. Gut, dann, wo müssen wir denn hinzielen? Warum? Nö. Eigentlich hängen wir ja hier fest. Warum? Die Musik gefällt mir nicht. Was können wir abwerfen? Das Ding? Nö. Das Rad? Nicht nochmal? Also wir hängen hier fest eigentlich. Das Segel? Nö. Vielleicht ist es super offensichtlich. Ja, ich weiß. Aber, oder kann ich hier oben gar nichts machen? Man muss eigentlich unten was machen? Ah ne, kann ich hier runter? Nö. Ach so. Okay. Wie? Hat irgendeiner damit gerechnet bei den Entwicklern, dass das passiert? Wie komme ich hier runter? Ach, guck mal. Haben sie anscheinend. Das haben sie. Gut, dann nochmal schnell runter. Diesen Dreh... Also diese Räder irgendwie übersehe ich gekonnt. Jedes Mal. Da bin ich irgendwie... Keine Ahnung. Sieht aus wie irgendwas, was zum Level gehört. Wird ignoriert. Das hörte sich nicht zu freundlich an, wenn ich ehrlich bin. Ist das ein Gegner für mich? Ja, ciao. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Okay, wir müssen doch was machen. Ich habe mich schon wieder auf eine Cutscene eingestellt. Geschafft! Ist frei! Huch. Aus Helheim entkommen. Ob das so einfach funktioniert? Ja, mein Sohn. Was? Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Doch. Sei ehrlich, Himmel von Helheim. Festhalten! Okay, darf ich mich bewegen? Danke. Der ist auch kein Problem. Genauso wenig wie du.
So, wo noch? Komm, unser Vater hat ein bisschen mehr drauf. Sie machen das Feuer aus! Die Steuerbord! Oh nein, da ist der Vogel. Das gefällt mir nicht. So. Dann haben wir den. Ciao. Ah, hier. Boah, das war cool. Ja, Moment. So, da ist das Feuer wieder an. Au. Junge, du kannst mir aber auch mal den Rücken frei halten. Ich meine, ist ein bisschen frech, oder? Eine Harpune, ich befreie uns! Wie wär's erstmal, wenn du uns von dem Gegner befreist? So, Moment. Was bist du denn? Bist du ein besonderer Gegner? Nervig, aber nicht besonders stark. So, Junge, hältst du mir mal kurz den Rücken frei? Okay, noch nicht. So, geht das jetzt? Ja, ja. Okay, immer noch nicht. Jetzt da vielleicht? Ist das die Brücke, wo wir eigentlich beim letzten Mal waren? Und von wo kommt dieser Haken? Wir segeln ein bisschen schräg, kann das sein? Ist jetzt nicht die Richtung, wo ich dachte. Bis zum Tempel. Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Bald? Hm. Oh. Ach komm. Junge, kannst du was machen? Danke. Ich hasse Gegner, die irgendwo sind, wo ich nicht hinkomme. So. Gar kein Thema. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Kannst du was gegen die da oben machen? Die stören mich jetzt schon wieder. Erwischt. So. Easy. Dann haben wir die weg. Ah, guck mal. Also wie weit dieser Elektroschaden geht und diese Paralyse ist echt gut. Guck mal. Da geht es weiter, mein Junge. Wir haben gut unseren Rage auch auf jeden Fall aufgefüllt. Sollte jetzt noch ein stärkerer Gegner kommen, können wir den nutzen. So. Easy. Ich versuche das eher normal zu machen, statt diese Special-Angriffe gerade. Hilfe. Weil ich glaube, die machen ein bisschen mehr... also die sind für die Zeit einfach besser. So, der ist weg. Kannst du den da hinten wegmachen? Dann halt nicht. Muss man alles wieder selber machen. So. Hä? Okay. Komm, jetzt machen wir doch mal einmal ein. Ich glaube, die können sich halt in der Zeit bewegen, darum... nicht so gut.
so viel Wärme wie hier ist, müssen die doch mal langsam aufgewärmt sein, Kratos und Atreus. Na komm. Ach nein, nicht schon wieder die. Oh, zwei diesmal. Drei diesmal. Wir hängen auf jeden Fall. Oder ist es nur einer? Ne, zwei. Einer schon mal weg. Jetzt kommen wahrscheinlich Gegner, gell? Ja, natürlich. Ja, was kannst du denn? Du warst mal... Na komm. Au. Au. Shit. Da haben wir die Hexe. Dann bist du weg. Und dann haben wir dich weg. Gut, kleine Verschnaufspause. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter an der Stelle, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.